Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar zeige ich euch heute, was im April 2022 alles bei mir eingezogen ist. Und das war eine ganze Menge. Ich habe, wenn ich mir das hier so angucke, viel gekauft. Mehr als sonst, was ich also so an neuen Büchern. Aber ich habe auch Bücher aussortiert. Da habe ich jetzt kein Video zu gemacht. Das war so ein spontaner Entschluss. Das waren alles so Jugendbuch- und Fantasybücher. Und Jugendbuch- und Fantasy, also Jugendbücher und Fantasybücher, ja. Und ja, die habe ich dann bei Tauschticket eingestellt und habe mir halt von den Tickets, die ich dafür bekommen habe, Bücher geholt, die ich lieber lesen würde, als die Bücher, die ich halt rausgeschmissen habe. Und ja, da ist einiges eingezogen, aber wirklich. Größtenteils Romance-Titel, auch so Frauenromane. Ja, also ist ordentlich was dazugekommen. Ich freue mich. Also dem Sub hat es jetzt letzten Endes nicht geschadet, denn die Anzahl der Bücher ist mehr oder weniger gleich geblieben. Aber ja, ein paar Rezensionsexemplare gab es auch. Und ich habe letzten Monat vergessen, euch zwei E-Books zu zeigen. Und das hole ich jetzt noch nach. Deswegen fangen wir mit den E-Books an, damit ich sie diesmal nicht vergessen kann. Das erste ist Running Back to You von Lexis Abel. Damit hat mich die liebe Caroline von Marie Salon de Livre so ein bisschen angefixt. Denn die hatte das öfter mal auf Instagram gezeigt. Und ja, ich mag ja so Sport Romances und deswegen durfte das dann direkt bei mir einziehen. Da geht es um, wie hieß die gute? Luca. Luca hatte einen Unfall und seitdem hat sie Panikattacken und Angstzustände. Und sie versucht sich davon jetzt nicht zu sehr das Leben kaputt machen zu lassen und widmet sich deswegen dem Laufsport am College. Sie hat dafür sogar ein Stipendium, scheint im Laufen also richtig gut zu sein. Der einzige, den sie nicht davon laufen kann, ist Braden. Das ist der Mitbewohner ihres Bruders. Und obwohl der gesagt gekriegt hat, dass er die Finger von Luca lassen soll, kann er das nicht, denn sie erinnert ihn sehr an jemanden aus seiner Vergangenheit. Ach ja, ich bin mal gespannt, in was für eine Richtung das Ganze gehen wird, an wen sie ihn erinnert, ob er da irgendwie vielleicht sogar mal wieder mit dem Unfall zu tun hat, den sie da hatte. Das ist ja in solchen Büchern oft so, ob das, wie klischeehaft das sein wird. Ich werde mal gucken. Und ja, Caroline hat schon sehr davon geschwärmt. Also von daher, der zweite Teil ist auch schon draußen, glaube ich, oder kommt demnächst. Oh, ich habe hier irgendwo ein Haar. Und ja, mal gucken, ob mich das Ganze überzeugen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Als nächstes ist dann Fuck Perfection von MJ River bei mir eingezogen. Das habe ich irgendwie auf Instagram entdeckt und fand, das klang ganz gut. Ich habe jetzt schon voll die Versprecherprobleme. Oh, wir haben noch einige Bücher vor uns, so 30 oder so. Also fängt schon gut an hier, ne? Auf jeden Fall. Es geht hier um die Punkerin Sam. Und sie kommt neu an eine Universität in Rhode Island. Und das Letzte, was sie braucht, ist ein klischeebeladener, selbstverliebter Footballspieler. Aber da hat sie die Rechnung ohne Danny gemacht, denn der hat Sam jetzt gesehen und will sie unbedingt haben. Ich finde, das klingt ganz cool und ja, dass sie halt eine Punkerin ist, das finde ich, ist mal was anderes. Ich bin halt gespannt, wie das dargestellt wird, ob sie jetzt so ein einfach nur so ein alternatives Mädel ist und das spielt dann weiter keine Rolle oder ob sie wirklich so eine richtige Punkerin ist. Also so eine richtige. ich bin gespannt. Und dann war ja Welttag des Buches und da gab es ein gratis E-Book und zwar Golden Goal, Kylie und Jolie. Er heißt Kyle. Oh Gott, Tanja. Das ist der erste Teil der Virginia Kings Reihe von Kate Correll. Es geht um Jolie, die hat Stanford den Rücken gekehrt und möchte lieber ihren Abschluss an der University of Virginia machen. Alter, ich gehe gleich. So, weg von Elite-Uni, will an der normalen Uni ihren Abschluss machen. Da kommt aber ihr Bruder und sagt, sie soll Kyle, seinem Mitbewohner, Nachhilfeunterricht geben und ihm unter die Arme greifen. Und ja, er ist Captain des Fußballteams und ein Hottie. Ja, na mal schauen, was das gibt. Das ist, irgendwie gehen alle diese Bücher, die ich bis jetzt hier hatte, so ein bisschen in dieselbe Richtung. Alle mit Sportlern und ja, mal schauen, was das so gibt.
alles sehr begehrte Jungs. Klingt alles ein bisschen gleich, aber ich mag das auch einfach. Wenn es gut geschrieben ist und wenn es nicht gut geschrieben ist, breche ich es halt ab. Ne? Also ich bin da ja rigoros. Auch ein gratis E-Book gab es von Josie Charles und da musste ich auch unbedingt zuschlagen. Das hatte ich nämlich noch nicht. Und es klingt auch richtig, richtig, richtig gut. Ist wieder ein College-Roman. Also alles dasselbe im Moment, ne? Aber ja, ich stehe drauf. Es geht um Mia, die beginnt ihr Studium in Berkeley und da lernt sie Slater Thorne kennen. Wobei sie hat es wohl ein bisschen auf den abgesehen. Es ist nämlich der Mistkerl, der ihre Schwester Lea bedroht und von der Uni geekelt hat. Sie nimmt sich vor, ihm das Herz zu brechen, allerdings stellt sie dann fest, er ist irgendwie ganz anders als erwartet. Er ist super offen zu ihr und super nett und sie versteht sich richtig gut mit ihm. Mia versucht, seinem Charme zu widerstehen und dann erkennt sie, dass die Bedrohung von wo ganz anders kommt. Oh, ich finde, das klingt richtig geil. Josie Charles schreibt ja auch immer sehr, ja, knackig. Also da wird nicht unnötig viel Blabla sein. Von daher, ich habe da richtig Bock drauf. Also ich hoffe, das lasse ich nicht zu lange auf meinem Reader vergammeln. Also das klingt echt gut. Und dann ist noch Chasing Danny Brown von Talia Hibbert bei mir als E-Book eingezogen. Das war nämlich von 3,99 auf 1,99 reduziert. Und da musste ich doch direkt zuschlagen, obwohl ich den ersten Band noch gar nicht gelesen habe. Aber ja, wenn, sollte ich jetzt, also ich gehe einfach mal davon aus, mir wird der erste Band richtig gut gefallen. Und ja, es geht um Danica Brown. Sie weiß, was sie will und sie will sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Deswegen hat sie nur heiße Affären. Dann brennt, glaube ich, irgendwie das Büro oder es gibt auf jeden Fall Feueralarm. Und der gut aussehende Security-Mann Saphir rettet Danica daraus. Und sie ist sich sicher, der wäre optimales Material für eine Affäre. Allerdings gelangt dann irgendwie ein Video von seiner heroischen Rettung in die Medien. Und plötzlich bekommen die beiden viel mehr Aufmerksamkeit, als sie sich eigentlich vorgestellt hatten. Ich finde, das klingt total lustig und niedlich. Ich habe ja letztens zwei Videos angesehen. Da ging es um den ersten Teil, Kissing Chloe Brown. Und da waren beide, die das gesehen hatten, ich glaube, das waren Lady of the Books und Marie's Salon de Livre, die waren beide nicht so ganz angetan, aber hatten, also sie hatten positive und negative Aspekte beide gesehen. Und ich habe da richtig Bock gekriegt, das Buch endlich zu lesen. Also ich hab bei dem Buch einfach ein richtig gutes Gefühl. Und ich muss mir das endlich unbedingt reinziehen. Jetzt habe ich auch schon den zweiten Teil. Ja, so, das waren die E-Books. Und dann kommen wir erstmal zu den Rezensionsexemplaren, würde ich sagen. Die habe ich hier. Nee, das sind gar nicht alles Rezensionsexemplare. Ach, ist egal. Auf jeden Fall ist das erste ein Rezensionsexemplar. Nämlich von Camilla Leckberg und Henrik Fexeus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall heißt das Buch Schwarzlicht. Das ist Anfang April direkt bei mir eingezogen. Und es geht um eine Frau, die in einer Kiste aufgefunden wird, tot und mit Schwertern durchbohrt. Und eine Kommissarin, die nicht so gut mit Menschen kann, muss sich diesem Fall dann annehmen. Und zur Hilfe holt sie sich einen Mentalisten. Und ja, die beiden gucken sich dann diesen Fall an. Und ich bin sehr gespannt, wie die zusammenarbeiten, wenn die eigentlich nicht so gut mit Menschen können. Und wenn er Mentalist ist, sollte er ja zumindest ja, Feinheiten in Mimik und Gestik entschlüsseln können. Also bin ich sehr gespannt, wie die beiden miteinander arbeiten. Und ja, die entschlüsseln dann irgendwie einen Countdown und es wird klar, die beiden sind einem Serienmörder auf der Spur. Ich bin ja eigentlich kein Fan von so Ermittlerarbeit, aber ich finde, der Fall klingt einfach super spannend und deswegen mache ich da doch gerne mal so eine Ausnahme für von meiner mir selbst auferlegten Regel, keine Ermittler-Thriller zu lesen. Hier steht auch Kriminalroman. Also ich bin mal gespannt, wie spannend das letzten Endes dann sein wird. Aber ich fand einfach, der Fall klingt super cool. Ja, da habe ich Bock drauf. Wollte ich eigentlich letzten Monat schon lesen, habe ich nicht mehr geschafft. Und dann ist auch als Rezensionsexemplar eingezogen von Kira Moon, The Sea in Your Heart, der zweite Teil der Island-Reihe. Da geht es um Lilja. Sie ist sehr engagiert im Walschutz und ja, geht da auch mit so einer Aktivistengruppe regelmäßig aufs Meer, um Walfänger davon abzuhalten, die Tiere zu töten und um Geld zu verdienen, weil von dieser Aktivistensache kann sie ja nicht leben, geht sie noch auf Whale-Watching-Touren und ja, kommt da mal mehr, mal weniger gut mit den Touristen klar. Und sie ja ist eigentlich auch von dieser ganzen Sache rund um die Wale voll ausgefüllt, aber dann lernt sie abends in einer
Jules kennen. Und er ist jemand, auf den hätte sie sich nicht einlassen dürfen. Das fällt ihr allerdings erst nach einer wunderschönen Nacht mit ihm auf. Ja, da bin ich schon mittendrin. Bis jetzt, oh, ich habe schon ein paar Kritikpunkte, aber ich werde mal das ganze Buch auf mich wirken lassen. Denn beim ersten Band, The Sky in Your Eyes, habe ich auch erst gedacht, so, boah, ist das ätzend. Und dann zum Schluss hat es mir doch noch ganz gut gefallen. Also von daher, ich warte einfach. Auch als Rezensionsexemplar eingezogen ist mit dir ein neuer Tag von Catherine Center. Das habt ihr vielleicht schon in meinem Want to Read gesehen. Das möchte ich nämlich diesen Monat unbedingt lesen. Ja, da geht's um Sam und sie hat eine große unerfüllte Liebe, nämlich Duncan. Und also sie arbeitet an einer Schule und er fängt jetzt auch da an. Sie haben sich lange Zeit nicht gesehen und er hat sich sehr verändert. Er war früher ein sehr lebenslustiger Mann. Und heute wirkt er ziemlich verbittert. Dann ist aber irgendwie die Existenz der ganzen Schule bedroht und Sam und Duncan müssen sich dann zusammentun und ja, etwas für die Schule tun und ja, sich auch ihrer Vergangenheit stellen und dann wird sie wahrscheinlich auch herausfinden, warum er jetzt so ist, wie er ist. Ich finde, das klingt sehr, sehr süß und ja, ich habe da einfach Bock drauf. Auch ein Rezensionsexemplar, ich habe mich so gefreut, dass das bei mir eingezogen ist, ist Miss Veronica und das Wunder der Pinguine von Hazel Pryor. Das klingt einfach so, so süß. Es geht um die 86-jährige Veronica, die lebt entfremdet von ihrer Familie auf einem großen Anwesen an der schottischen Küste. Und in letzter Zeit fragt sie sich öfter, was sie denn ja mit ihrer restlichen Zeit und vor allem mit ihrem Vermögen anstellen soll. Dann sieht sie im Fernsehen eine Dokumentation über vom Aussterben bedrohte Pinguine in der Antarktis und für sie steht fest, sie fährt da jetzt hin und guckt sich das Ganze mal an. Und sie will sich von niemandem von diesem Vorhaben abbringen lassen, auch nicht von dem Forscherteam, bei dem sie sich gedenkt einzuquartieren. Ich finde, das klingt so süß. Hier steht auch witzig, bitter, süß und einfach originell. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich mag solche Bücher über ältere Menschen, die noch mal voll durchstarten, so richtig gerne. Ich finde, die sind oft sehr unterhaltsam. Und ja, ich mag das. Dann gab es noch Rezensionsexemplare vom Sieben Verlag, und zwar den zweiten Teil der Primetime-Reihe, nämlich Breaking von Ella Frank. Hier geht es um Alexander und um Sean. Sean war für Alexander eigentlich immer nur der grummelige große Bruder von seinem besten Freund. Allerdings verbringen die beiden jetzt wohl so ein bisschen mehr Zeit miteinander, denn Alexander ist Seans Bodyguard. Nee, Sean ist Alexanders Bodyguard. Und ja, die beiden verbringen dann Zeit miteinander und dann entwickeln sie wohl Gefühle füreinander. Ich bin sehr gespannt. Das Buch ist nicht besonders dick. Mal gucken, was das für eine Geschichte erzählen wird. Und dann ist auch noch als Rezensionsexemplar eingezogen der dritte Teil der Tin Gypsy-Reihe, nämlich Stone Princess von Daphne Perry. Ich habe die ersten beiden Teile noch nicht gelesen und der spoilert hier so ein ganz kleines bisschen der Klappentext. Deswegen sage ich nur, es geht um Presley. Und um Shaw. Presley ist eine Frau, die heiraten wollte und es nicht konnte. Und Shaw ist Hollywoods neuester Megastar und soll in einem Film mitspielen. Und dafür kommen die in die Stadt, in der Presley wohnt. Und ja, die beiden lernen sich dann kennen und verbringen ein bisschen Zeit miteinander. Und dann schlittern die beiden so in eine Beziehung. Da muss irgendwas in diesem Ort passiert sein, weswegen die jetzt eine Dokumentation da drehen. Ich bin mal gespannt. Ich werde den ersten Teil bald lesen. So, das war's erstmal mit Rezensionsexemplaren und ja, dann gucken wir mal, was sonst noch eingezogen ist. Ich mache am besten erstmal weiter mit den ganzen Dingern, die ich mir dann so selber gekauft habe. Ja, wie bei vielen ist Summer of Hearts and Souls von Colleen Hoover bei mir eingezogen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Hier hinten steht nur drauf, nie hätte Bea gedacht, dass ausgerechnet Samson, der superreiche, attraktive Nachbar ihrer neuen Stieffamilie, ähnliche Abgründe in sich trägt wie sie selbst. Ja, sagt nicht viel. Ich gehe einfach mal davon aus, das ist so eine ganz niedliche, süße Liebesgeschichte von Colleen Hoover, wie wir sie von früher kennen, nicht wie die ja, letzten Bücher, die von ihr rausgekommen sind, die immer so eine thrillerige oder mysteriöse Richtung gegangen sind. Wobei das letzte Buch, Für immer ein Teil von dir, war ja auch wieder ein recht seichtes Buch. Und das hat mir auch nicht so gut gefallen. Das habe ich direkt nach dem Lesen dann wieder aussortiert, weil es für Colleen Hoover echt schwach war. Von daher hoffe ich, dass dieses Buch wieder mit ein paar Twists aufwarten kann, die mich ein bisschen überraschen, weil dafür kennt man Colleen Hoover eigentlich und ja, deswegen, da habe ich Lust drauf. Mal gucken.
wann ich das lese. Dann habe ich mir geholt Nie, Nie, Nie von Lynn Strömsborg. Und ja, hier geht es um eine Frau, die, glaube ich, schon über 30 ist und sie will keine Kinder und wie ihr Umfeld damit umgeht. Denn ihrem Freund, mit dem sie schon lange zusammen ist, fällt dann wohl ein, er will doch gern Kinder. Und ihre Mutter ist irgendwie so auf dem Trip, dass sie schon gefühlt ihr Leben lang Klamotten strickt für das potenzielle Enkelkind und so. Und ja, dann wird ihre beste Freundin wohl schwanger. Und das wird dann wohl nochmal einiges ins Rattern bringen. Ich bin sehr gespannt, in was für eine Richtung das geht. Ich hoffe, es ist nicht so, dass ihr dann einfällt, so, oh, meine Freundin ist schwanger, jetzt will ich auch schwanger werden. Das ist nicht dick, das Buch, 250 Seiten. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie kontrovers das sein wird. Dann habe ich mir Willkommen in St. Peter-Mording von Tanja Jans besorgt. Das ist ihr erster Krimi. Und ja, da geht's um eine Frau, die zurück nach St. Peter-Ording kommt, um sich um ihre Mutter zu kümmern. Und dort trifft sie dann auf ihre alte Jugendliebe, ihre alte Freundin und dann fängt sie da so einen Job an der Schule an. In diesem Ort möchte dann ein Unternehmer ein Hotel bauen. Und das wird von so einer Umweltaktivistengruppe gar nicht gern gesehen. Und kurz darauf wird jemand tot am Strand gefunden. Ja, es ist bisher ganz unterhaltsam. Ich bin schon mittendrin. Es liegt jetzt schon wieder eine Weile rum. Ich muss mal fertig machen. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Auch eingezogen ist Undercover Bridesmaid von Katie Burchell. Ich weiß es nicht. Das perfekte Durcheinander. Ja, hier geht's um Sophie, die arbeitet als Undercover-Brautjungfer. Also man kann sie engagieren und dann hilft sie einem bei der Planung der eigenen Hochzeit. Und sie kommt dann auch auf die Hochzeit und also sie ist kein Wedding-Planner, sondern sie kümmert sich halt auch um so Kleinigkeiten. Wenn der Onkel zu viel säuft und die Party zu sprengen droht, dann sorgt Sophie dafür, dass der so unauffällig hinausgeleitet wird. Oder wenn der Bräutigam andere Vorstellungen hat als die Braut, dann wird das alles so in die Richtung gebogen, dass der Bräutigam nachher denkt, es wäre doch eine gute Idee, das anders zu machen und so. Es ist super lustig und ultra kreativ. Ich lese das gerade zusammen mit der Friederike vom Bookframpire und es macht richtig Spaß. Ich habe zwar gerade so einen kleinen Lesehänger, aber also wenn ich mich dann mal überreden kann, ja, mich selbst, meinen inneren Schweinehund überreden kann, ey, komm, wir lesen jetzt ein bisschen was, dann habe ich richtig Bock da drauf und das macht auch richtig Spaß. Also die Autorin hat sich hier was richtig Cooles einfallen lassen. Wir sind jetzt ungefähr halb durch und ich hoffe, es bleibt so cool, wie es ist. Dann ist der zweite Teil von Miss Merkel, nämlich Mord auf dem Friedhof von David Safir, bei mir eingezogen. Ja, mir hat ja der erste Teil Mord in der Uckermark sehr gut gefallen. Es geht hier um Angela Merkel, die in die Uckermark gezogen ist, um dort ihre Rente zu genießen. Und jetzt löst sie Kriminalfälle zusammen mit ihrem Mann, ihrem Bodyguard und ihrem Mops. Ja, das ist ganz süß. Hier wird irgendwie jemand auf dem Friedhof vergraben, sodass nur die Beine rausgucken und alle Verdächtigen befinden sich in so Bestatterfamilien, verfeindeten Bestatterfamilien. Ich bin sehr gespannt, in was für eine Richtung da der Fall gehen wird. Das wird bestimmt ultra lustig. Ach, ich ärgere mich so, ne? Mir ist ein Stapel Bücher runtergefallen vom Tisch und jetzt hat das hier natürlich so eine richtig schöne Ditcher. Vorhin auch schon das andere von Catherine Center. Ach, gleich erstmal ein Stapel Bücher ruiniert, ne? Ach, super. Und dann habe ich mir ein Buch von einer Autorin geholt, die ich eigentlich schon für mich abgeschlossen hatte. Nämlich, probier es nochmal mit Morgane Moncomble. Mit Bet on You. Habt ihr da auch so Autoren, wo ihr eigentlich immer denkt, oh, nee, das und jenes Buch hat mir nicht gefallen, lasse ich lieber. Und dann kommen die doch nochmal um die Ecke mit einer coolen Idee und ihr denkt, okay, ich probier's nochmal. Hier geht's um Levi, der lernt die attraktive Rose kennen. Und sie imponiert ihm total, denn er ist professioneller Pokerspieler, aber sie zieht ihn beim Spielen total ab. Und die beiden tun sich dann irgendwie zusammen, denn sie soll seine Geheimwaffe im Kampf gegen seinen Erzfeind werden. Sie soll ihm dann nämlich helfen, den zu schlagen und die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und ja, dabei kommen die beiden sich natürlich näher und er droht, sein Herz zu verlieren. Ich finde, das klingt sehr cool, ist mal was anderes, ein anderes Thema. Ich habe schon Bücher gelesen, wo es ums Zocken ging, aber ja, also mal gucken.
ist auf jeden Fall mal was anderes. Deswegen probiere ich es nochmal. Und wenn es mir wieder nicht gefällt, dann ist aber Schicht im Schacht. Und dann ist noch ein New Adult Roman von einer deutschen Autorin bei mir eingezogen. Und ich hoffe, dass sie es nicht versaut, denn das Thema klingt echt cool. Nämlich The Colors of Your Soul von Kim Leopold. Es geht hier um zwei YouTuber. Sie hat so einen Do-It-Yourself-Channel, so einen Bastelkanal, glaube ich, irgendwie so. Und er macht so Vanlife-Lebenstouren, Vlogs oder so. Und für eine Challenge tauschen die beiden dann ihren Alltag und irgendwie entwickeln sich dann Gefühle füreinander. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also dieses YouTuber-Thema ist halt super spannend, finde ich, klingt richtig cool. Ich wollte es eigentlich direkt letzten Monat schon lesen, weil ich gedacht habe, so, boah, das ist ein Kandidat, der versauert sonst wieder auf dem Sub. Habe ich jetzt nicht mehr geschafft, aber vielleicht kriege ich es diesen Monat noch irgendwie unter. Und dann habe ich ja letztens ein Buch von Liane Maas gelesen. Ich glaube, das hieß Doppelt oder nichts, sagt das Glück. Und das hat mir ja so, so, so gut gefallen. Und da musste ich mir jetzt gleich das nächste Buch von ihr besorgen, nämlich Der Apfel fällt recht weit vom Stamm. Hier geht's um Nora und hier steht fest, sie wird nie, nie wieder in ihre Heimatstadt zurückkehren. Denn ihre Familie betreibt dort einen Apfelhof und die haben sich irgendwie fürchterlich zerstritten. Ihre Oma will das aber gar nicht einsehen und deswegen verbarrikadiert sie sich in einem alten Baumhaus in einem Apfelbaum, ja. Und sagt, sie wird erst wieder runterkommen, wenn ihre Enkelin gefälligst zu Hause ist. Und da bleibt Nora natürlich nichts übrig, als jetzt wieder zurückzukommen. Und ja, als sie das erste Mal den Hof betritt, riecht sie den vertrauten Duft der heimischen Apfelblüten. Und ihr wird klar, worauf sie all die Jahre verzichtet hat. Und dann trifft sie auch noch Ben, ihre alte Jugendliebe. Oh, ich finde, das klingt total toll. Also allein der Apfelhof hat mich ja schon überzeugt. Ach, ich liebe sowas, ja, ne? Wir fahren ja auch regelmäßig auf so einen Spargel-Erlebnishof hier bei uns in der Nähe und ich finde es immer so schön. Ich finde, also so für einen Tag finde ich so Bauernhofleben, Dorfleben so voll schön. Also so als Kurzurlaub. Irgendwie ist es dann voll angenehm, voll schön. Ja, ich hoffe, das gefällt mir auch wieder so, aber ich bin echt guter Dinge. Dann hatte ich euch ja nach so Krankenhausbüchern, Arztromanen und sowas gefragt. Und oftmals kamen da leider immer so historische Tipps. Und ja, so historisch ist ja eigentlich eher nicht mein Ding, wobei ich dann nachher auch noch eine Ausnahme machen werde. Aber tatsächlich kam ein Tipp und das war genauso in die Richtung, die ich suche, nämlich Miss Emergency, Hilfe, ich bin Arzt von Antonia Rothe-Liermann. Das ist eine fünfteilige Reihe, glaube ich. Und das war ja dann so, sowieso schon mal perfekt, weil gleich mehrere Bände, obwohl die recht dünn sind. Das ist so, ja, 250 Bände. Es geht hier um Lena und sie fängt an, ihr Praxisjahr in einem Berliner Krankenhaus zu starten. Ich hab das jetzt Sinn? Ihr wisst, was ich meine. Sie fängt an, richtig Ärztin zu sein. Ja. Und da landet sie direkt im kopfüber im Krankenhausfahrstuhl zu Füßen des attraktiven Oberarztes Dr. Thalheim. Die neue Krankenhausserie mit Herzklopfengarantie. Also, wenn ich hier schon sehe, das ist der Mädchenliebling. Mädchen war doch mal so eine Zeitschrift. Gibt es die noch? Von wann ist denn das Buch? Also, ich glaube, es wird schon ein bisschen älter sein. 2012, also so 10 Jahre. Ich habe es aber noch in einer echt gut erhaltenen Version gekriegt. Ich finde es cool. Ja. Kann man sogar als Hörbuch hören, habe ich gesehen bei BookBeat. Da geht dann aber auch so ein Hörbuch nur ein paar Stunden lang. Ich denke mal, ich werde es trotzdem lesen. Ich habe voll Bock drauf. Das wird bestimmt sehr humorvoll sein. Und dann ist der achte Teil der True North-Reihe bei mir eingezogen, nämlich Was ich dir bedeute, mit Untertitel Burlington University von Serena Bone. Es geht hier um Daphne Shipley, die lernt den attraktiven Ricky bei einer Mitfahrgelegenheit vom College nach Hause kennen. Und sie fühlt sich zu ihm hingezogen, aber bei ihrem ersten Date versetzt er sie direkt. Und als sie ihn dann am College wieder trifft, kann er sich wohl nicht mehr an sie erinnern. Aber Daphne gibt nicht auf. Und ja, mit der Zeit kommen bei ihm wohl immer mehr Erinnerungen an etwas zurück, das die Liebe zerstören könnte, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ich bin ja sehr gespannt. Ich finde, es klingt jetzt schon so ein bisschen nach, er hat sein Gedächtnis verloren während der Ferien. Also, mal gucken, mal gucken. Ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist, aber es ist Serena Bone, es ist Teil einer Reihe. Ich werde es lesen.
Richtig gefreut habe ich mich dann, als Two Faces, die Sache zwischen uns von L'Ocracy bei mir eingezogen ist. Die Story klingt irgendwie richtig süß. Es geht um Tilda, die lernt bei einem Date Mats kennen und da funkt es wohl sofort. Große Liebe auf den ersten Blick. Doch bei dem zweiten Treffen ist alles anders. Tilda arbeitet nämlich als Journalistin und soll jetzt undercover wieder zur Schule gehen und dort die Schulbank drücken. Und dort trifft sie auch Mats wieder. Ja, und der wird dann ja wohl da Lehrer sein. Ich finde, das klingt irgendwie ganz cool. Jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, als ich das in den Neuerscheinungen mal drin hatte, dass es sich anhört wie Ungeküsst mit Drew Barrymore, der Film. Ich habe mir den daraufhin tatsächlich nochmal angeguckt und muss sagen, ich fand den echt schlecht. Ich hatte den wohl vor Jahren schon mal gesehen und war da auch noch nicht so begeistert, aber ich weiß nicht, ich konnte mit dem Film leider gar nichts anfangen. Ich hoffe, das Buch gefällt mir besser. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, ist die Dicke. Also das sind gerade mal 220 Seiten, so knapp. Mal gucken. Es ist so ein Wattpad-Buch, das jetzt halt gedruckt wurde. Also vielleicht sollte ich meine Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Mal schauen. Und wie bei vielen anderen auch, ist auch bei mir das neue Buch von Mona Kasten eingezogen, nämlich Lonely Heart. Ich glaube, das war ja echt kurzfristig nur angekündigt worden, oder? So, ich glaube, der Verlag hat gesagt, so, ja, bald kommt ein neues Buch von Mona Kasten und gefühlt einen Monat später war es schon da. Also zumindest kam es mir so vor. Ich war erst am Überlegen, holst du es dir, holst du es dir nicht? Weil ich habe noch. Wo ist es denn? Ah, irgendwo da oben. Ich habe noch die ersten drei Teile von dieser Again-Reihe und die habe ich noch nicht gelesen. Also ich weiß, wie Mona Kasten schreibt, denn ich habe schon die Save Me-Reihe von ihr gelesen und von daher weiß ich, dass sie zumindest einen angenehmen Schreibstil hat. Ob mich die Story dann überzeugen kann, habe ich gedacht, ja, probierst es halt einfach aus. So, du holst dir das jetzt. Weil es klingt eigentlich ganz cool. Es geht um Rosie, die hat so eine Web-Radio-Show und darf eine ihrer Lieblingsbands interviewen. Scarlet Luck. Diese Band hat ihr wohl sehr viel Kraft gegeben in einer schweren Zeit und ja, vor allem Adam fasziniert sie. Er ist der Schlagzeuger der Band und über ihn ist eigentlich nur bekannt, dass er keine Berührungen von Menschen duldet. Und dann kommt es zu diesem Interview, irgendwie geht alles schief und die Band bricht das Interview ab und auf Rosie prasseln dann ganz viele Hate-Nachrichten und sowas ein. Ja, und dann wird sie als Wiedergutmachung von der Band auf ein Konzert eingeladen, die wollen das hinter sich lassen und ja, dann steht sie Adam wieder gegenüber und sie sieht, dass in seinen Augen ein unfassbarer Schmerz steckt. Er ist schmerzhaft und sie darf ihm nicht näher kommen. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Ich erwarte nicht wirklich viel, wenn ich ehrlich bin, aber ich werde es halt lesen und wenn es gut ist, dann freue ich mich und wenn es nicht gut ist, dann nicht. Ich weiß nicht, ob mir der Trend zu Hardcovern bei New Adult Romanen gefällt. Weiß ich nicht. Hat irgendjemand gesagt, oh, Lux Verlag, mach doch bitte mal Mona Kasten im Hardcover? Also, ich find's bei sowas immer ein bisschen schwierig, weil wer ist die Zielgruppe von diesen Büchern? Das sind ja bevorzugt jüngere Menschen und jüngere Menschen haben nicht so viel Kohle. Und dann ausgerechnet diese Bücher im Hardcover rauszubringen, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Es wird wohl irgendwann auch eine hier Paperback-Version geben, aber ja, welcher echte Fan wird denn jetzt warten? Also, ich weiß nicht. Und ganz ehrlich, also 99% mehr, 99,5% aller Love Stories, die ich habe, sind wahrscheinlich Taschenbücher oder Paperbacks. Da jetzt dann mit Hardcovern dazwischen drin anzufangen, sieht auch irgendwie komisch aus. Aber mir ist egal, ich lese das einfach und ja, ich weiß noch nicht, ob ich diesen Trend mag. Ich hoffe, das wird jetzt nicht allgemein so, weil, weiß nicht. Mal gucken. Ich wollte es nur mal anmerken. Weil ich gerne mecker. Wie ist denn das bei euch? Ist euch das Format von Büchern komplett egal? Lest ihr am liebsten E-Books oder am liebsten Prints? Wie steht ihr zu den E-Book-Preisen, die ja doch oft sehr nah am Print sind? Könnt ihr ja mal gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht können wir da so ein bisschen diskutieren. Ja, und dann fing es an, dass ich Tauschticket leer getauscht habe. Und ich habe angefangen mit den ersten vier Teilen der Trinity-Reihe von Audrey Carlan. Ich habe von Audrey Carlan noch nichts gelesen, aber ich habe in letzter Zeit so Bock auf Erotikromane und da habe ich mir gedacht, komm, Friederike mag die, von daher könnte es
ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie dir auch gefällt. Probierst du jetzt einfach mal aus. Und die gab es wirklich spottbillig bei Tauschticket. Das, zwei davon sind auch Mängelexemplare. Und die sehen aber alle aus wie neu. Also Wahnsinn. Also so hätte man sie jetzt auch in der Mängelexemplarkiste kaufen können. Ja, da fehlt noch ein Band, aber den gab es da irgendwie gerade nicht bei Tauschticket. Oder er war mir zu teuer, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich erstmal die ersten vier. Und im ersten geht es um eine Frau, Jillian, die wurde jahrelang von ihrem Ex-Freund misshandelt. Und sie ist dann wohl mit Hilfe einer Organisation geflüchtet, Safe Haven. Und für die arbeitet sie jetzt auch. Und hilft jetzt halt anderen Frauen. Bei einer Konferenz lernt sie dann Chase Davis kennen. Der attraktive Milliardär ist so sexy, dass Jillian schwindelig wird. Außerdem bekommt er immer, was er will. Und er will Jillian. In ihr kämpfen Lust und Angst gegeneinander. Wird sie Chase vertrauen können? Ist sie bei ihm wirklich sicher? Und wie gefährlich ist ihre dunkle Vergangenheit? Also so rein von der Aufmachung her, würde ich jetzt einfach mal denken, dass das vielleicht so ein bisschen in die Suspense-Richtung geht, also dass da immer noch so ein bisschen Spannung dabei ist. Ich habe mich jetzt nicht näher informiert, aber es klingt cool und ich habe das schon seit Jahren auf meiner Wunschliste. Und es war wieder so ein Kandidat, ja, höre ich irgendwann mal als E-Book, Quatsch, als Hörbuch. Ja, machst du natürlich nicht. Wenn du es nicht zu Hause hast, dann nimmst du es nicht zur Hand. Also so ist es zumindest bei mir. Und ja, wenn mir die Bücher nicht gefallen, ja, dann landen sie halt in der Büchertelefonzelle oder so und dann mal schauen. Ich bin aber sehr, sehr, sehr heiß drauf, muss ich sagen. Dann hatte ich mir noch ein Buch gekauft, nämlich auch von RJ Carlin, Lotus House, Lustvolles Erwachen. Das hatte ich nämlich irgendwo gesehen. Nein, das stimmt gar nicht. Ich hatte den zweiten Teil irgendwo gesehen und der klang richtig cool. Und dann dachte ich mir, okay, die Reihe besorge ich mir jetzt. Das war nämlich noch vor der Trinity-Reihe. Ich hätte jetzt natürlich zuerst das Buch lesen können und mir dann die anderen Bücher, aber nach Logik folgt hier gar nichts, ne? Ich wollte es einfach haben und deswegen ist es jetzt hier. Auf jeden Fall geht es hier um Genevieve Harper. Sie ist blond, attraktiv und Yoga-Lehrerin im Lotushaus. Ich glaube, das ist so ein Yoga-Spa-Center, irgendwie sowas. Sie muss sich um ihre beiden Geschwister kümmern und für einen Mann hat sie deswegen keine Zeit. Aber dann kommt der gut aussehende Baseballspieler Trent Fox. Er ist der erfolgreichste Spieler der Liga und nach einer Knieverletzung führt ihn der Weg ins Lotushaus. Er bucht Genevieve für Privatstunden. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass seine Knieverletzung nicht besser werden wird durch die Übungen, die sie da machen. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall gekauft und dann hatten sie bei Tauschticket noch Teil 2 und Teil 5. Es fehlen also noch ein paar, aber die waren, ach, es waren auch wieder so Schnäppchen. Da konnte ich nicht Nein sagen. Und das sind halt, wenn die Bücher so spottbillig sind, die haben ein Ticket gekostet, ja. Ganz ehrlich, wenn sie mir dann nicht gefallen, dann kommen sie halt in die Büchertelefonzelle oder so oder in irgendein Wanderpaket und da freut sich jemand anderes. Da mache ich mir echt gar keine Gedanken. Also mein größtes Problem ist ja auch nicht die Masse der Bücher so richtig, sondern dass ich, naja doch, also ich habe nichts gegen meinen Sub, aber ich habe einfach keinen Platz mehr. Ja, aber ich hatte ja vorher Platz geschaffen, ne? Also, na ja, gut. Ich hoffe, das Lotushaus schaffe ich diesen Monat noch. Habe ich nämlich richtig, richtig Bock drauf. Ich will ein bisschen prickeln und Spice und so. Und dann habe ich mir ein Buch geholt. Ja, das habt ihr mir oft vorgeschlagen im Zuge meines Krankenhauswahns. Aber ich war immer so, oh, ich weiß nicht, nee, ist nicht mein Ding. Aber ja, komm, ich gebe der Reihe eine Chance. Und ja, es geht um die Nightingale-Schwestern. Teil 1, Freundinnen fürs Leben von Donna Douglas. Ja, es ist halt historisch, ne? Auch nicht jetzt super zu historisch, aber schon ein bisschen historisch. Es geht nämlich um London 1934. Das berühmte Nightingale Hospital sucht neue Krankenschwestern. Und dann begleiten wir hier drei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Nämlich Dora, die kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Millie, die ist eine waschechte Aristokratin und will halt gern was Sinnvolles tun. Und dann gibt es noch Helen, die unter ihrer dominanten Mutter leidet, vor der sie ein Geheimnis verbirgt. Welche hat das Zeug dazu, eine echte Nightingale-Krankenschwester zu werden? Ich finde das prinzipiell eigentlich schon ganz interessant, aber ich finde halt diese neumodischen Diagnoseverfahren sehr cool. Und das kann mir sowas natürlich nicht bieten.
Die hatten dann natürlich noch viel weniger Geräte und Ahnung von diesem medizinischen Kram. Ich bin halt gespannt auch, inwiefern das dann wirklich mit Krankenhaus viel zu tun hat und ob es vielleicht nicht doch zu viel um die Probleme der Mädels geht. Ich werde mir den ersten Teil ja, durchlesen und dann werde ich gucken, ob ich es weitermache. Ne? Also ich glaube, die Reihe, das ist ja auch so eine Endlosreihe, oder? Also gibt es da denn nicht irgendwie schon irgendwelche Spin-offs oder so? Ich habe die bei ganz vielen Booktubern gesehen, vor allem bei den Bookfriends. Die finden die ja auch ganz toll. Ja, ich schaue einfach mal, wie es mir gefällt. Das nächste Buch habe ich dann bei Tauschtickets spontan entdeckt und hatte es erst ein paar Tage auf meiner Wunschliste, um zu gucken, brauche ich das wirklich? Aber ja, ich brauche das wirklich. Es hat mich nicht mehr losgelassen, nämlich Kleinstadthölle von Jonathan Tropper. Es geht hier um Joe und der hat es geschafft. Er ist ein erfolgreicher Autor geworden, konnte seine Heimatstadt hinter sich lassen und ist nach New York gezogen. Und dort hat er dann ein Buch rausgebracht, wo er ja so ein bisschen mit seiner Heimatstadt und deren Bewohnern abrechnet. Also die kriegen da ihr Fett weg. Er wollte auch nie zurück in seine Heimatstadt. Allerdings wird dann sein Dad krank und dann muss er halt dahin. Und er wird dann nicht besonders nett begrüßt. Seine ehemaligen Schulkameraden schlagen ihn erstmal zusammen. Und der örtliche Buchclub bewirft das Haus des Vaters mit Büchern vom Sohn. Und ja, seine ehemalige große Liebe Charlie würdigt ihn keines Blickes. Ja, jetzt will er natürlich zuerst abhauen, aber er merkt halt, das ist auch keine Option, sondern er muss sich den Sachen stellen. Es klingt ultra lustig und vor allem, es gab mal so eine sehr kurzlebige Serie, die hatte, glaube ich, nur zwei Staffeln oder eine, October Road. Und die hat mir richtig, richtig gut gefallen und original ist das die Ausgangslage dieser Serie. Ich habe erst gedacht, ist das irgendwie die Buchvorlage, aber es gab keine Hinweise darauf, dass das irgendwie miteinander zu tun hat. Aber ja, mal gucken, was hier der Jonathan Tropper aus dieser Prämisse da macht. Ich bin sehr gespannt. Das nächste Buch habe ich. Ich habe ja mal so ein Romance-Wanderpaket losgeschickt. Und dann habe ich mir natürlich auch die Videos angeguckt, was die Mädels da so getauscht haben. Und da war folgendes Buch dabei. Es kam leider nicht mehr bei mir an. Es hatte sich vorher schon jemand rausgenommen. Aber jetzt habe ich es mir auch geholt, nämlich Weil wir echt sind von Emily Ferguson und Michelle Schrenk. Hier geht es um die Instagrammerin Emilia. Sie lässt ihre Follower an ihrem vermeintlich perfekten Leben teilhaben, aber niemand weiß, dass sie dafür für dieses vermeintlich perfekte Leben einen sehr hohen Preis bezahlt hat. Und dann gibt es noch Brand. Der hat es gerade so mit einem Stipendium aufs College geschafft und eigentlich will er da gar nicht hin, denn in seinem Leben ist gar nichts perfekt. Und ja, die beiden begegnen sich dann, es prallen zwei Welten aufeinander, aber je besser sie sich kennenlernen, umso mehr bröckeln ihre Fassaden. Und es gibt natürlich auch noch ein Prickeln zwischen den beiden. Ich finde, das klingt sehr süß. Das ist so ein Self-Publisher-Buch, das wiegt, ich weiß nicht, 5 Kilo gefühlt. Also, wenn man das so mit so einem anderen Buch vergleicht, das wiegt einfach gar nichts und das wiegt wie so ein ganzer Stapel Bücher. Wahnsinn, was die da für Papier benutzen. Krass. Und dann arbeitet man ja auch immer so ein bisschen seine Wunschliste bei Tauschticket ab. Oftmals gibt es die Bücher nicht, aber wenn man sie dann doch mal findet, dann freut man sich. Und zwar handelt es sich beim nächsten Schätzchen um Sweet Little Lies von Kylie Scott. Und das Buch klingt ja so geil. Ich wusste tatsächlich nicht, worum es geht. Ich hatte es nur auf meiner Liste, weil es halt ein Buch von Kylie Scott ist, das ja ich noch nicht hatte und ich wollte es gern haben. Und es geht um Betty. Sie hat die Nase voll, denn sie liebt ihren Verlobten Tom zwar, aber er hält sie immer so ein bisschen auf Abstand. Und deswegen beschließt sie, ihn zu verlassen. Und das wortwörtlich mit einem Knall, denn irgendwie bringt sie die Wohnung dazu, zu explodieren. Oder die explodiert von alleine. Auf jeden Fall rumpelt es gewaltig. Sie entkommt dann nur mit knapper Not und findet dann heraus, Tom ist gar nicht der nerdige Versicherungsvertreter, für den sie ihn bisher gehalten hat, sondern er ist ein waschechter Geheimagent. Und sie hat gar keine Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, denn jemand spielt ein falsches Spiel. Betty und Tom müssen nicht nur ihre Beziehung, sondern auch ihr Leben retten. Wie cool ist das denn? Das ist auch kein dickes Buch. Ich erwarte mir hier so Action und ein bisschen lustig und auf das Buch habe ich richtig, richtig Bock. Das kann ich nicht lange auf meinem Sub bleiben lassen. Das klingt ja einfach nur geil, oder? Das ist mal was anderes. Und dann habe ich noch ein Buch von Kylie Scott gefunden. Das klingt nicht ganz so interessant, aber ich habe es trotzdem mitgenommen, nämlich Perfect Mistake. Da geht es um Adele. Sie kommt für die Hochzeit ihres Vaters in ihre Heimatstadt zurück
Und sie weiß, dass es kein einfacher Besuch werden wird, denn 7 Jahre ist es her, dass sie den größten Fehler ihres Lebens begangen hat. Und sie muss dem Mann gegenübertreten, der ihr damals die Welt bedeutet hat. Entweder sie ist fremdgegangen oder sie hat ihn einfach verlassen. Ich bin ja mal gespannt. Augenblicklich kommen die Gefühle wieder hoch, doch intensiver und heftiger als zuvor. Doch ist eine Liebe zwischen ihnen nicht unmöglich. Ach, ich bin ja mal gespannt. Ich finde, das klingt halt jetzt wirklich so ein bisschen 0815, aber mal gucken, wie sie es verpackt, ne? So Second Chance Love Stories lese ich eigentlich ziemlich gerne. So, auch das nächste Buch hatte ich schon eine Weile auf meiner Liste, nämlich von Kelly Oram, Girl at Heart. Ich habe jetzt schon 3 Bücher von der Autorin, ohne jemals was von ihr gelesen zu haben, aber naja. Es geht um Charlie Hastings. Sie liebt Baseball über alles, aber sie ist das einzige Mädchen an ihrer Highschool im Team. Und sie wird immer übersehen. Also sie ist für alle nur der Kumpeltyp. Und als dann ihr bester Freund und wahrscheinlich auch heimlicher Schwarm, ja, mit einem anderen Mädchen zum Abschlussball geht, da platzt ihr die Hutschnur und sie hängt den Sport an den Nagel. Allerdings dann doch nicht, denn die Meisterschaften stehen vor der Tür und das Team ist ohne Charlie aufgeschmissen. Also so übersehbar scheint sie dann wohl doch nicht zu sein. Und der Captain des Baseballteams, nämlich Jace, macht ihr dann ein Angebot. Wenn sie bleibt, hilft er ihr, sich selbst zu finden. Und vielleicht gewinnt er so ja schon ihr Herz. Also vielleicht war der gute Jace schon immer scharf auf sie und hat es noch nicht durchblicken lassen, weil er doch schüchterner ist, als man glaubt. Wer weiß. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte und ist bestimmt zuckersüß. Dann habe ich so ein richtiges Schnäppchen gemacht und tatsächlich habe ich diese Reihe das erste Mal auf Tauschticket gesehen und vorher noch nirgends, nämlich On Stage in perfekter Harmonie von A.M. Madden und On Tour, eine harte Probe. Das ist eine Dilogie über Rockstars. Es geht hier um Jack, der ist schon Rockstar und ist alles, was man, ja, was halt so perfekt scheint, ne? Also seine Band ist auf dem Weg zum größten Ruhm, die Frauen liegen ihm zu Füßen und er hat alles, was er braucht. Dann tritt Lila in sein Leben und ihr Traum ist es, Rockstar zu werden und sie kann halt irgendwie Teil seiner Band werden. Und ja, zwischen denen ist dann halt gleich so ein Prickeln und erst ist es wohl nur auf der Bühne, aber dann später wohl auch abseits. Ja, ich bin mal gespannt. Die habe ich wirklich sehr günstig geschossen und ich finde es auch cool, einfach mal was Neues zu entdecken, was ich noch nicht irgendwo tausendmal gesehen habe, ne? Wenn ihr die Bücher schon kennt, könnt ihr ja mal Bescheid sagen. Die sind aus dem Lago Verlag. Das ist auch so ein ganz kleines Ding, glaube ich. Puh, mal gucken. Das nächste Buch habt ihr bestimmt schon mal auf Instagram oder ja auch hier auf YouTube gesehen. Das ging eine Zeit lang total rum. Nämlich Say Yes, Perfekter wird's nicht von Laura Jane Williams. Das hatte sehr durchmischte Meinungen und ich habe mir jetzt gedacht, das klingt cool, ich bilde mir meine Meinung einfach selbst. Es geht um Annie. Die hat die perfekte Beziehung mit Alexander, aber er lässt sie dann einfach vor dem Traualtar stehen. Dann ist sie natürlich sehr geknickt und trifft auf ihren Jugendfreund Patrick und der erzählt ihr, du hast dich total verändert. Und sie stellt dann fest, ja, sie hat ihre eigenen Träume und Ziele gar nicht mehr so richtig hinterfragt. Und weil die Hochzeitsreise, die sie mit Alexander gebucht hatte, eh schon bezahlt ist, nimmt sie einfach Patrick mit. Und die fliegen dann nach, keine Ahnung, Australien. Ja, und da kommen die sich auch näher, aber irgendwann muss sie auch wieder zurück und dort wartet Alexander wieder auf sie. Für wen wird sie sich entscheiden? Vermutlich für Patrick. Es wäre total witzlos, wenn sie sich wieder für Alexander entscheiden würde. Aber gut, ich lese es trotzdem. Ja, und dann habe ich einfach mal so ein bisschen ein Tauschticket gestöbert und ich hatte Lust auf ein paar Frauenromane. Und es wird einem immer so auf den gängigen Buchseiten immer nur dasselbe vorgeschlagen. Deswegen habe ich mich da einfach mal so ein bisschen durchgeklickt und habe etwas gefunden, das klingt richtig cool, nämlich nach einem richtig coolen Setting. Zweimal heißt für immer von Maggie McGuinness. Hatte ich definitiv vorher noch nie gesehen. Es geht hier um Josie. Die wollte eigentlich nie zurück zu ihrer Familie gehen, also in ihrer Heimatstadt. Aber ihr Vater erkrankt schwer und deswegen muss sie jetzt nach Echo Lake zurück. Tausende besuchen den Freizeitpark ihrer Familie und wollen da schöne Stunden verbringen. Aber für Josie ist das einfach nur ein ja, schlimmer Ort, denn sie verbindet damit einen schmerzhaften Verlust. Auch jetzt will sie direkt wieder abreisen, denn irgendwie hat sich halt in diesem Ort nichts verändert. Das ist alles noch so wie vorher und natürlich kommen dann die Erinnerungen hoch.
Allerdings trifft sie dann auf Ethan, ihre erste große Liebe. Und die beiden merken, dass ihr Herz noch füreinander schlägt. Und als sie einander tatsächlich wieder näher kommen, stellt sich Josie die entscheidende Frage. Kann es diesmal für immer sein? Oh, voll, voll cool. Denn Freizeitpark als Setting ist ja mal was richtig Geiles. Also ich hoffe, dass der auch eine größere Rolle spielt und nicht nur so am Rand. Dann könnte es richtig, richtig geil sein. Dann ist eingezogen Highway to Heaven von Katharina Biewald. Es geht hier um Annette, die versprach sich 3 Dinge im Leben. Ein Motorrad fahren, ein Haus kaufen und sich um sich selbst kümmern. Fast 20 Jahre später wohnt sie dann in einer Mietwohnung, kümmert sich um ihre demente Mutter und von einem Motorrad kann sie nur träumen. Sie hatte bisher aber immer ihre Tochter, das war dann für sie in Ordnung, es war so ein Ausgleich, ja. Allerdings zieht die jetzt aus und Annette fällt in ein Loch, aus dem nur ihre beiden besten Freundinnen sie herausholen können und ein waghalsiges Projekt. Also ich nehme mal stark an, sie wird dann ihre Träume veröffentlichen und ja, es ist von einer schwedischen Autorin. Ich habe Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf, weil schwedische Erzählstile sind ja nochmal anders. Also ich habe schon ein paar schwedische Bücher gelesen und die sind anders geschrieben meistens, aber cool. Also da bin ich gespannt. Auch das nächste Buch habe ich eher spontan entdeckt und es klingt so cool. Und ich habe das noch nie irgendwo gesehen und ich kann das eigentlich gar nicht verstehen. Also bei dieser Story. The Plus One. Sie baut sich Mr. Right einfach selbst von Sarah Archer. Das ist erst 2 Jahre alt und ich habe es noch nie gesehen. Also ich gucke ja schon ewig Booktube, es hat keiner gezeigt. Ist voll schade. Ich hoffe, es ist gut, denn es geht um die junge Ingenieurin Kelly. Sie ist klug, ehrgeizig und solo. Dann droht sie aber bei der Hochzeit ihrer Schwester wieder am Singletisch zu landen und da hat sie keinen Bock drauf und programmiert sich ihren Mann einfach selbst. Also sie baut sich so wahrscheinlich so eine Art Roboter und den nennt sie Ethan. Und dann passiert etwas, das Kelly nie für möglich gehalten hätte. Sie verliebt sich in ihren selbstgebauten Traummann. Oh, ich finde, das klingt so cool und abgefahren. Ich muss das möglichst bald lesen, weil das ist ja mal was ganz anderes. Also, ob da noch ein richtiger Mann irgendwie auftaucht oder ob Ethan dann lebendig wird, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde, es klingt cool. Und ja, dass sie Ingenieurin ist und sich dann so selber einen Mann basteln kann, das ist ja auch mal was anderes, ne? Also, voll cool. Dann ist noch ein sehr abgefahrenes Buch bei mir eingezogen. Jeder Tag für dich von Abby Greaves. Hier geht es um eine Frau, die seit 7 Jahren jeden Tag Ausschau nach ihrer ersten großen Liebe hält. Und dafür stellt sie sich irgendwie an den Bahnhof und hält ein Schild hoch, auf dem steht, komm nach Hause, Jim. Dann kommt ein unerwarteter Anruf und der stellt ihre Welt auf den Kopf. Und so sehr sich Mary innerlich auch sträubt, sie muss sich endlich dem stellen, was vor all den Jahren passiert ist. Und vor allem die Frage klären, wo um alles in der Welt ist Jim? Okay, also wie viel... Ich weiß nicht, ob das Langeweile ist oder Enthusiasmus, dass man sich jeden Tag an einen Bahnhof stellt und komm nach Hause, Jim, hochhält. Also Wahnsinn. Ich glaube, hier drinnen steht dann noch, dass eine Journalistin spricht Mary an und ahnt, dass hier eine Geschichte lauern könnte, die ihr den Durchbruch bringt. Also vielleicht ist es auch eher so eine Freundinnengeschichte oder sowas. Ich bin mal gespannt. Klingt auf jeden Fall auch mal nach was anderem. Und mal gucken, wo Jim geblieben ist. Der nächste Tausch war dann auch wieder relativ spontan, nämlich von Lilly Blank habe ich mir geholt, Offen für alles. Ich finde das Cover so cool. Und die Story klingt auch sehr abgefahren. Es geht um Viviane und eigentlich ist in ihrem Leben alles super. Aber dann erzählt ihre Freundin Claudia ihr, dass ihr Mann sich regelmäßig mit anderen Frauen vergnügt und Claudia das gar nicht stört. Viviane ist entsetzt, bis ihr auffällt, naja, bei ihrem Ehebett läuft auch nichts mehr, außer dass die beiden nebeneinander schlafen. Und dann redet sie mit ihrem Mann drüber und die beiden beschließen, ihre Ehe zu öffnen. Ob das gut geht. Also ich glaube, das wird eher so ein lustiger Roman sein. Und am geilsten ist, hier hinten steht drauf, Lilly Blank lässt ihre Figuren das Prickeln neu entdecken. Ein Shoutout von Bärbel Schäfer. Na, wenn Bärbel Schäfer das sagt, na, dann mal gucken. Gibt's Bärbel Schäfer noch? Also anscheinend, aber ist die noch irgendwie in den Medien? Sieht man die noch? Und dann habe ich mir noch eine Dilogie getauscht, nämlich die Honey Springs Dilogie, Sweet Like You und Sweet at Heart von Robin Neely.
Ja, das erste habe ich, glaube ich, sogar schon als E-Book, aber wie es halt mit E-Books oft so ist, die geraten in Vergessenheit. Und weil es den zweiten dann schon gab, habe ich gedacht, ja, wenn ich den dann als Print mir hole, dann will ich den ersten auch. Und ihr wisst, wie es läuft, ne? Es geht halt um so eine Kleinstadt, die von Imkerei lebt. Also das ist da so die Attraktion. Und ja, eine Frau, Cassie, die wollte eigentlich nie wieder zurück in diese Kleinstadt, aber dann kommt sie zur Testamentseröffnung ihrer Tante zurück und anstatt wie erwartet irgendeine Kleinigkeit zu erben, erbt sie die Farm samt Imkerei von ihrer Tante und soll zudem auch noch 3 Wochen das Bürgermeisteramt durchführen. Und eigentlich hat sie da gar keinen Bock drauf und sie hat auch noch Angst vor Bienen. Aber schließlich bleibt sie wohl und kriegt auch noch Hilfe, zum Beispiel von Nick Porter, damals ihr erster Freund und heute der Chefimker der Farm. Ach, ich finde, das klingt süß und vor allem so mit Imkerei ist auch mal was anderes, ne? Also sehr, sehr cool und die Bücher, sie sehen einfach aus wie neu. Und zu guter Letzt noch ein süßer Ostseeroman, nämlich Inselleuchten von Marie Meerburg. Es geht um Jule. Alles, was sie aus ihrem alten Leben mitgenommen hat, als sie bei ihrer Schwester auf Rügen ankommt, ist eine sabbernde, 80 Kilo schwere Dogge und ein Kombi voller Umzugskartons. Aber ihre Pechsträhne scheint ein Ende zu haben, denn sie könnte einen Traumjob als Managerin eines kleinen Schlosshotels bekommen. Um diesen Job zu kriegen, muss sie allerdings eine Wette gewinnen und ihr Wettpartner ist wohl ein gut aussehender Schlossherr, der sich unausstehlich benimmt. Aber er bringt auch Julis Gefühlswelt ordentlich durcheinander. Na, ich bin gespannt, wie man per Wette einen Job kriegen kann. Und ja, Setting, Rügen ist doch geil. Und mit dem Schloss finde ich auch sehr cool. Macht bestimmt Spaß. So. Ja. Ich habe hier also zwei riesige Stapel. Keine Ahnung, wann ich die lesen werde. Ich werde mir jetzt die besten Bücher, die ich sofort lesen muss, mal beiseite legen und mal gucken, wie viel ich davon dann diesen Monat noch schaffe. Ja, was ist bei euch so eingezogen? Was, also ich nehme mal nicht an, dass ihr so viel euch besorgt habt wie ich. Das war, ist echt krank und deswegen mache ich ja diesen Monat auch ja, so eine Bücherkaufdiät, ne? Also Leo und ich haben uns ein Bücherkaufverbot gesetzt und das läuft bisher auch ziemlich gut und von daher wird es im nächsten Monat wohl deutlich weniger sein. Rezensionsexemplare sind erlaubt, aber gekauft und getauscht wird erstmal nichts. Ja, mal schauen. Also, ich habe jetzt auch erstmal wieder zu tun, ne? Aber ich freue mich über jedes einzelne dieser Bücher. Die klingen alle so cool. Ach ja. Ich weiß nicht, ob es nötig war, sich direkt gleich mehrere Teile von derselben Reihe zu holen, aber ach, ich habe einfach Bock drauf. Ich liebe Bücher. Schreibt mir doch gerne, was ihr euch besorgt habt und ob euch vielleicht eins der Bücher hier besonders gefällt, ob ich euch anfixen konnte oder ob ihr schon was davon gelesen habt. Ja, und dann hoffe ich einfach, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, meine Lieben. Bis dann. Ciao.